Die Neujahrsherausforderungen sind zum Teil wirklich eine Herausforderung. Und ich gucke mir einfach mal an, wie man denn Stück für Stück die ersten Aufgaben abschließt. Ich habe gestern relativ spät damit angefangen, gegen 18 Uhr live im Stream. Und ja, es hat richtig gut funktioniert. Ich würde sagen, da hat es sich ausgezahlt, die letzten Jahre viel auf Kleinfisch geangelt zu haben. Also, die Spots funktionieren. Die meisten Sachen sind schon erledigt hier am Moskito und am Windenbach. Und wir gucken uns mal an, wo man die schwierigen Fische hier am Moskito rauszieht. Welche Stellen, welches Setup, welche Köder. Und wo man vielleicht auch ein paar Informationen herkriegt, wie man solche kleinen Fische fangen kann. Ganz simpel wäre natürlich, wenn du dir einfach auf YouTube den gestrigen Livestream nochmal reinziehst, denn da gehe ich ja Stück für Stück, also vom Moskito bis hin zum Windenbach, die meisten Stellen durch. Dauert natürlich ein bisschen, kann man sich vielleicht so nebenbei durchlaufen lassen oder ein bisschen durchklicken zu den verschiedenen Stellen, wo es auf die verschiedenen Fische geht aus den Aufgaben. Grundsätzlich kann man hier sagen, die wichtigste Aufgabe ist, glaube ich, erstmal die erste, denn da hat sich rauskristallisiert, ich glaube, jeder bekommt da 3 Tage Premium. Heißt also für dich, wenn du es nur so ein bisschen auf die wichtigsten Sachen abgesehen hast, 3 Tage Premium würde ich, glaube ich, schon mal mitnehmen. Das ist doch gar nicht so verkehrt, denn dann kann man damit schön skillen. Futtermische skillen, Köderbeschaffung skillen und sowas alles. Das macht doch schon richtig Sinn. Wir fangen einfach mal oben an. Giebel und Karausche mit einem Gewicht von mindestens 1 Kilo. Hat bei mir funktioniert. Wir laufen die Stellen einfach mal so ein bisschen ab. Hat bei mir funktioniert. Hier vorne direkt. Ungefähr so auf 7 Meter auf Grund mit Brotteig. Ich hatte hier an der Stelle auch gleichzeitig, hatte ich es probiert, eben auf Rotauge. Hat hier auch funktioniert. Also hier haben wir schon mal 2 Fische, die man abhaken kann. Und zwar einfach mit relativ feinem Setup. Ich muss mal gucken, ob ich das noch ungefähr so zusammen hatte. Doch, da haben wir doch noch eine Rute drin. Das hier ist schon für Karpfen gewesen. Aber ich war einfach nur mit einem, nochmal kurz überlegen, Brotteig. Ich glaube, ich hatte einen 1er-Haken. Genau, 1er-Hakengröße. Einfach nur mit dem Brotteig. Und dann Futtermische hier rein. Vom Rotauge hatte ich das die ganze Zeit. Die ganz normale Standard-Rotauge-Futtermische. Und dann gib ihm. Natürlich hier auch noch ein bisschen dünner unterwegs gewesen. So im Bereich von ungefähr 4 Kilo. Also so, wie man hier an dem Moskitosee mit einem Feederset Start eigentlich auch stehen würde. Relativ fein und dünn. Großer Haken. Wir wollen die ganzen kleinen Fische ja nicht. Wir wollen was Dickes, Großes dran haben. Und dann ging das ganz gut eben auch hier mit einem Giebel, der reinging. Und die erste Aufgabe sagt ja, Giebel oder Karausche. Naja, der Giebel hat es gemacht, abgehakt und damit war das erledigt. Genauso wie hier mit dem Rotauge. 700 Gramm hatte ich auch an der gleichen Stelle erledigen können. Und das Ganze war dann eben auch mit der Rotaugenmische. Und bei mir hat das funktioniert mit der Eintagsfliege. Einer der großen Köder. Da war die Überlegung, die Rotaugen, die ganze Zeit reingegangen sind, waren sehr gut, haben sehr gut funktioniert auf den anderen Ködern. Aber da war ich die ganze Zeit nur unterwegs mit einem 6er-Haken. Und da hatten wir dann die Made dran und Kaster und Köcherfliegenlarve ging ganz gut und so weiter und so weiter. Aber da war halt der Haken so relativ klein. Das ist halt ein mittlerer Haken. Und die kleinen Fische, die will man ja lieber verscheuchen. Bei so etwas wartet man auf den einen dicken, fetten Brocken. Zack, dementsprechend 1er-Haken dran gemacht. Und dann überlegt, was gibt es noch für Köder, die immer mal wieder funktionieren. Und wenn man weiß, Ladogasee zum Beispiel, da ballern die Rotaugen regelmäßig, auch in Trophy-Größen, auf die Eintagsfliege. Dann testet man noch sowas. Ich hatte auch zwischendurch mal einen Käse probiert, hat leider nicht so wirklich funktioniert. Aber das geht. Oder natürlich auch hier die Teige. Und dann eben bei den Teigen hoffen, also Grießbrei hat zwischendurch ganz gut funktioniert, Quark.
Geht aber auch dann für Giebel zwischendurch immer mal wieder ganz gut. Also so schön allround, drei Routen raus, dass man dann relativ schnell eben hier die Rotaugen abschließen kann und Giebel oder Karauschen. Ansonsten muss man sagen, es gibt zu jedem dieser Fische ein Video auf dem Kanal. Wenn ich also auf YouTube hier mal eben auf den Kanal gehe, haben wir ja hier schon die Information zu dem, ja, wie sucht man sich was raus. Und wenn wir hier einfach dann mal in die Suche reintippen, zum Beispiel Giebel, dann guckt man einfach mal durch. Giebel, Giebel, hier haben wir Giebel am Windenbach, Giebel alte Festung, Giebel Moskito Karauschen am Moskitosee. Siehst du, da hätten wir doch schon mal das erste im Sack. Also damit könnte man schon mal starten. Oder dann auch später für die anderen Fischarten findet man einfach immer mal wieder ja, zu jedem Fisch einfach die Infos, wo man die abhaken kann. Genauso könnte man dann zum Beispiel auch die Brasse eintippen und dann geht das eben auch los mit Brassen, 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 Brassen. Wenn man dann oben Moskitosee zum Beispiel eintippt, findet man eben dann auch ganz viele Punkte zum Moskitosee. Wo fängt man in Aaland? Giebel und Karauschen zum Beispiel. Oder Güster. Wo fängt man den Kaulbarsch? Also es gibt ja auch die Aufgabe, dass man viele verschiedene Fische abhaken muss, zum Beispiel in der Nacht. Das gucken wir uns jetzt im Detail nochmal eben an. Aber wie gesagt, zu all diesen Aufgaben gibt es halt immer auch ein passendes Video. Also einfach kurz reingucken, auch wenn das alt ist. Die Spots sind halt irgendwo immer wieder dieselben. Die Fische gehen halt immer mal wieder dahin. Man muss vielleicht mal ein bisschen andere Köder abwarten oder durchtesten, beziehungsweise ein bisschen anderes Wetter abwarten. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Wir gucken mal weiter rein hier in die Liste. Also das erste haben wir ja durch hier. Giebel und Karausche an dem ersten Punkt. Dann fange mit der Pose am Moskitosee. 7 Fische. Natürlich geht das auch hier sehr gut. Also hier kann man schon anfangen damit. Eine Stelle, die auch super ergiebig war, war hier oben. Da gehe ich gleich bestimmt auch nochmal hin. Denn das hat sich schon alleine gelohnt für die Schläfergrundel. Und auch hier in der Area, auch da gibt es tatsächlich im Tutorial-Bereich auch schon Bereiche, die super funktionieren, eben auch mit der Pose. So, jetzt wird es aber langsam dunkel hier. Wir gucken mal weiter. Also die erste Aufgabe ist gar nicht so schwierig. Braucht halt ein bisschen Zeit, wenn man weiß, mit welchen Ködern, klappt das bestimmt ganz gut. Dann haben wir hier die Schläfergrundel, mindestens 220 Gramm. Und das Ding gucken wir uns mal eben an, an welcher Stelle man die mit Sicherheit gut fängt. So, ich bin jetzt hier oben einmal lang gerannt an der oberen Kante vom Moskitosee und schon sind wir da. Also einmal über die Brücke hier und dann ja, eben hier lang rennen. Und dann sind wir hier in dem Bereich, wo die Seerosen sind. Und hier in der Area findet man einfach die ganze Zeit, man muss gar nicht so weit raus, also bis hier vorne hin, da findet man, oder hier in dem Bereich hier, findet man die ganze Zeit Frösche. Kaulbarsche zwischendurch, wobei die gehen auch ganz gut da vorne, hier an der Stelle. Hier gehen ja auch die Kaulbarsche. Und hier vorne findet man Giebel, Karauschen, Güster und natürlich auch die Schläfergrundel. Also die Area hier richtig essentiell, sehr wichtig, wenn man hier einiges abhaken will. Auch wieder wichtig, wenn man hier eine Info hat, fange einen Fisch. Oder hier diese Fischarten mit Zuckmückenlarve zum Beispiel. Ich hatte hier den Frosch auch auf Zuckmückenlarve. Ganz kleine Haken. Hier geht es nicht darum, dass der besonders groß ist. Heißt also für dich, easy peasy, ich fange irgendwas. Den kleinsten Haken verwenden und dann einfach die verschiedenen Köder oder jetzt in dem Fall eben hier mit der Zuckmückenlarve, dass man eben verschiedene Fische, hier sind es ja 7 Fischarten auf Pose, hier sind es 7 Fische mit der mit der Zuckmücke am Moskitosee. Dann gibt es noch in der Nacht, gab es auch hier, fange 8 Fische in der Nacht. Das ist von 23 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Danach ist dann nicht mehr Nacht und davor halt auch nicht. Also 23 Uhr bis 4 Uhr ist die Nacht. In der Zeit, hier oben steht sogar drin, na guck,
Da steht sogar drin. Also in der Zeit ist die Fangzeit und dann hakt man das auch relativ schnell und easy ab. Natürlich gehen halt solche Fische hier immer, ne? Also Güster, Brasse ist natürlich ein klassischer Nachtfisch, Rotauge geht immer mal rein, Schläfer, Grundelgiebel, das passt natürlich auch ganz gut. Also wie gesagt, diese Stelle hier absolut essentiell, auf jeden Fall testen, denn hier geht einiges. Wenn wir schon mal in der Nacht sind, gehen wir auch direkt zum Brassenspot und am Brassenspot hatte ich auch, natürlich auf einem etwas anderem Setup, den Karpfen von mindestens 3 Kilo und da geht's jetzt hin. Und da kommen wir doch schon so langsam dahin. Und zwar, hier sehen wir schon diese, ja, diese Begrenzung. Hier vorne lübt das ganz gut mit der Brasse. Und ich glaube, die Brasse war auf Stippe. Wir packen die Stippe mal eben aus. Ich hatte da eine Köderkombination gewählt aus zwei Ködern, die ich halt auch schon verwenden kann. Und zwar einmal Knoblauch und natürlich Honigteig. Einfach in Kombination. Die Brasse mag gerne auch ein bisschen was Süßliches. Und natürlich nicht ganz so dick reingehen. Dadurch, dass es eine Stippe ist, hatte ich jetzt hier 9 Kilo genommen, weil die Brasse ja doch schon mal schwerer sein kann. Und dann das Ganze hier auf 1,30 Meter Tiefe mit der Stippe. Und dann raus damit. Das ist schon ziemlich weit. So weit war ich, glaube ich, gar nicht draußen. Bisschen näher ran. Man sieht es kaum. Aber ich denke mal, das sind so um die 8 Meter ungefähr raus, 1,30 Meter Tiefe. Und natürlich war der Spot auch wieder mit der Original-Standard-Brassen-Futtermische ordentlich eingesottert. Also richtig reingeballert, die Brassen-Futtermische. Da kann man auch mal direkt 15 Bällchen reinwerfen. Denn wir wollen das Ding ja abhaken und erledigen und zusehen, dass die Brassen da richtig schön in großer Menge beißen. Genauso an der gleichen Stelle hier, auf 15 Meter ungefähr rausgeworfen, auf Karpfen. Hier ist das Karpfen-Set, das hatte ich gestern nach dem Stream noch schnell gemacht, mit der Kartoffel drauf. Zack, einfache Karpfenmische. Hier war das Vorfach dann allerdings größer, denn bei den dickeren Karpfen, ja, da nehme ich doch dann lieber ein etwas dickeres Setup. Wenn man das nicht hat, sind hauptsächlich 2 bis 3 Kilo Fische halt reingegangen. Die kriegt man natürlich auch auf einem kleineren Setup raus. Aber wenn man halt ein größeres Setup hat, verwendet man das natürlich. Letzten Endes auch hier wieder Einserhaken, Kartoffelwürfel und dann hier einfach die Karpfenfuttermische natürlich. Raus damit. Ich würde das nicht machen, wenn du gerade in der Nacht, in der gleichen Nacht hier deine Brasse abgeschlossen hast, denn dann klebt da ja ganz viel Brassenfuttermische. Vielleicht mal testen, vielleicht hast du Glück und es geht ein Karpfen mit rein. Aber ich würde das vielleicht dann irgendwie eine Nacht oder zwei Nächte später dann hier machen mit dem Karpfen, dass das eben mit der Futtermische alles nicht zu viel wird und der Spot vielleicht nicht sogar noch überfüttert wird. Vielleicht sind die Karpfen auch schon direkt verscheucht durch die ganzen Brassenfuttermischen. Aber auch hier, wie gesagt, klappt das ganz gut. 15 Meter einfach raus und dann mit der Kartoffel und gib ihm. Was ich bisher noch nicht gefunden habe, ist die Schleie. Und da muss ich tatsächlich noch ein bisschen suchen. Ich hatte ganz gute Ergebnisse hier vorne. Hier ist ja so eine Schilfkante. Das heißt, wir stehen hier in dem Bereich und da kann man ganz entspannt eben auch davor werfen. Zack. Oder man stellt sich quasi direkt rechts an die Schilfkante. Auch da gibt es verschiedene Videos zu, ob fürs Grundangeln, fürs Spinning oder fürs Posenangeln. Da kann man eben auch ganz gezielt eben drauf gehen. Wenn du jetzt sagst, ja geil, du zeigst ja gar nicht, wie du einen Fisch fängst. Richtig, wie gesagt, einfach in das Video reingucken, wie man diesen Fisch fängt. Dann hast du das Setup, dann hast du die Köder, dann hast du noch zusätzliche Informationen, was den Fisch betrifft, wie man den fängt und welche anderen Spots es möglicherweise auch noch gibt. Also, Schleie muss ich noch ein bisschen suchen. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Ich gucke gerade mal rein. Die Aufgabe war, hier ist sie, die Schleie. Oder am Windenbach. Da überlege ich, ob ich die vielleicht mal auch probiere. Und zwar oben am Seitenarm am Windenbach, in diesem toten Arm. Ob ich da vielleicht auch noch auf Schleie teste. Ist auch sehr selten am Windenbach. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist am Moskitosee deutlich höher. Wir gehen nochmal eben kurz durch. Das ist erledigt. Moskitosee. Schläfergrundel an der Position gerade eben schon mit den 2 Metern, wo die ganzen Seerosen sind. Döbel würde ich am Windenbach machen.
deutlich einfacher. Das machen wir dann im nächsten Video, den Windenbach. Zuckmückenlarve klappt hier richtig wunderbar, geht sehr gut. Dann hatten wir hier Windenbach-Hasel, genau, Windenbach-Laube. Dann kommt hier Moskitosee, ein Fisch von mindestens 2,5 Kilo. Klappt auch sehr gut mit der Brasse. Oder, ja, na, mit dem Karpfen glaube ich schwierig. Aber ich sag mal, mit der Brasse sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Also in der Nacht mit der Stippe, dass dann da die Brasse reingeht. 2,5 Kilo. Kann vielleicht auch mal eine zweite Nacht dauern, aber irgendwann ballern die rein. Wenn man mit dem Einserhaken reingeht, klappt das bestimmt. Was gibt es denn noch? Oder, naja, oder auf Karpfen, ne? Wenn ihr Stipper seid und Bock habt und ihr habt schon eine gute Stippe, dann vielleicht mit auf den Karpfen gehen. Mit der Haselnussrute von 6,5 Kilo könnte das schon ganz gut funktionieren. Die Haselnussrute vom Weihnachtsmarkt, 6,5 Kilo, sollte funktionieren auch hier. Von der Entfernung wird es ein bisschen knapp. Mit der kommt man nicht so richtig weit raus. Aber einfach mal ausprobieren, auch da mit der Kartoffel dran. Dann geht das bestimmt. So, gucken wir mal weiter durch. Windenbach Flussbarsch. Ja, entweder mit Jig oder mit Tauwurm. Es gibt auch im Discord jede Menge Spots schon, die geteilt werden. Also auch da einfach mal reingucken. Link zum Discord unterm Video. Da werden einige Spots auch schon geteilt. Flussbarsch natürlich die letzten Wochen immer wieder mit Tauwurm. Ich zeige es nochmal eben auf der Karte. Und zwar hier direkt gegenüber, hier liegt so ein Boot oder so ein kleiner Anleger mit einem Boot. Und dann kann man hier einfach rauswerfen, knapp hin, also so weit wie der Anleger ungefähr ist, vielleicht ein bisschen weiter. Einfach da vorne in diesem Bereich werfen, Einserhaken, Tauwurm und dann ballern da die Dinger rein. Ich hatte glaube ich einen mit 1,4 Kilo sogar. Auch die Trophies werden hier regelmäßig gefangen, falls man die eben sucht für den Ehrenfischer am Moskitosee. Fange am Moskitosee mit der Stippe eine Brasse, genau 2 Kilo schwer. Das ist genau das, was ich ja gerade gezeigt habe. Dann in der Nacht, da hatte ich nochmal eine weitere Stelle, oh, jetzt zuppelt es gerade. Da hatte ich nochmal eine weitere Stelle probiert in der Nacht, um auf Kaulbarsch und ähnliches zu gehen. Und da hatte ich dann auch kleine Güster dabei und kleinere Brassen. Einfach so, also da geht es ja nur darum, fange in der Nacht und na, entscheidet sich oder entscheidet sich nicht. Da war das die Stelle hier oben. Also, dann einfach mal hier komplett rumlaufen am Campingplatz vorbei. Und dann hat man hier in der Area, hat man Schilf so ein bisschen. Und hier sind wieder so Seerosen. Also, der Bereich auch sehr interessant. Man kann auch mal hier ins Tiefe reinwerfen. Vielleicht hat man hier mit Erbsenbrei auch ein bisschen Glück auf einen Aaland. Aber hier gehen auch auf jeden Fall die Kaulbarsche. Kaulbarsch-Trophy hatte ich hier sogar auch abgehakt. Also das lohnt sich. Lohnt sich natürlich auch, wenn man einfach nur Silber machen will. Kaulbarsch-Trophy, 33 Silber. Schmeckt. Da ist er schon dran. Na guck. Was haben wir hier? Einen schönen Giebel. Na guck. Auch eine Möglichkeit. Fast ein Kilo Giebel. Also haben wir doch schon den nächsten Spot, wenn man den Giebel hier vorne nicht fängt am Anleger. Dann doch einfach hier testen. Der hat jetzt gerade eben auch auf Honig oder Knoblauchteig oder Honigteig, eins von beiden testen, springen die bestimmt auch noch mit drauf an. So, gucken wir noch mal rein. Haben wir noch irgendwas vom Moskitosee? Genau, dann kommen wir zu einer Stelle oder zu einem Fisch, der auch gar nicht so easy ist, der Hecht. Hecht auf Kunstköder. Machen wir das als erstes, würde ich sagen. Hecht auf Kunstköder, auch an der Stelle, wo wir hier gerade sind. Heißt gar nicht weit weglaufen. Wir brauchen, also, oder ich hatte verwendet diesen Köder. Kann natürlich nicht jeder. Also nicht jeder ist schon im Kunstköder soweit oder im Spinning soweit, dass er Topwater verwenden kann. Wenn ihr verwenden könnt, das Teil ist super billig, kann man wirklich gut verwenden. Also einfach hier der Flying oder der Lure, F-Lure. Ganz simpel, kostet glaube ich um die 5 Silber oder sowas. Und dann natürlich bessere Haken drauf machen. Die Originalhaken sind ziemlicher Schrott. Aber da ein bisschen besserer Haken, ruhig auch in groß. Und dann habe ich den Hecht einfach hier gefangen in der Area. Natürlich wieder darauf achten, wann fängt man Hecht. Weiß man natürlich, wenn man sich die Videos anguckt. Also zwischen 5 Uhr oder 6 Uhr morgens. Mittagszeit ist eher Flaute. Und dann abends so ab 16 bis 23 Uhr. Zack, zack, eben hier auf Hecht gehen. Und dann hoffen,
dass der reinballert. Genauso würde ich das probieren mit Blinkern. Heißt also, wenn du Topwater nicht kannst, dann Hunter-Blinker zum Beispiel testen. Und da würde ich sagen, hier der 1er. Genau. 1-0er Haken ist hier drauf, also groß. Hunter 1-0-0-2. Und dann auch hier raus damit und dann durchjiggen. Also absinken lassen, eine Umdrehung und dann haben wir schon die Jig-Führung. Wenn das nicht klappt, das Ganze braucht vielleicht ein bisschen Übung, ein bisschen Geduld. Auch dazu gibt es natürlich Tutorials, wird alles schön erklärt, wie das funktioniert mit den verschiedenen Führungen. Dann kann man natürlich auch noch andere Führungen machen, zum Beispiel Stop-and-Go-mäßig. Also auch das könnte man machen, dass man eben hier, wobei ich glaube, das ist ziemlich flach hier, da wird es schwierig. Aber es gibt eben hier verschiedene Möglichkeiten, auch hier entlang und natürlich auch hier in der Area, überall da, wo es so schön verschilft ist, Graskanten sind und so weiter, da klappt das immer wieder ganz gut. Oder hier in dem Bereich, das sieht alles top aus nach Hecht-Area. Also hier auf jeden Fall versuchen fürs Hecht-Abschließen aus dieser Aufgabe. Ich gucke gerade nochmal rein, 3 Kilo, ja, klappt. Dann gucken wir nochmal rein. Wir haben sonst, glaube ich, alles durch. Ne? Moskitosee. Fange einen Trophäenfisch am Moskitosee oder Windenbach. Na, guck. Trophy hatte ich ja gerade schon erwähnt. Trophy Kaulbarsch. Ging hier vorne rein, einfach nur auf den Mistwurm, wie man halt so Kaulbarsch angelt. Ihr seid ja bestimmt schon bestens informiert. Das geht natürlich auch ratzfatz. Den fängt man relativ schnell. Und dann 15 verschiedene Fische. Auch das geht. Also Grundel direkt rein, Barsch rein, Rotauge, das sind so die Standards. Giebel und Karausche geht immer rein, auf relativ simple Köder auch. Ihr habt ja hier die Köder an der Seite. Einfach mal nachgucken. Fliege, genau den Frosch hatte ich hier auch nochmal, aber auch auf Zuckmücke funktioniert das auch. Zuckmücke, die Laube, sehr gut auch drin. Brasse, genau, Güster, Schuppenkarpfen. Später kam noch einer mit, wie gesagt, mit den 3 Kilo. Kaulbarsch, Döbel auf Fliege, relativ simpel. Also da geht dann auch der Döbel schon rein. Hecht, 3,5 Kilo, hier ist er auf dem Flying Lure, auf dem F-Lure. Und Aaland natürlich auch, Maiskorn, Käsewürfel, auch ganz nice. Spiegelkarpfen ging auch noch rein, der war auch tatsächlich hier an der Stelle hier vorne, die ich gerade schon gezeigt habe, von der anderen Seite. Genau, auch hier an der Kante, hier vorne in der Area, ging dann auch der Spiegelkarpfen rein. Ich denke, der Käse hat es da ausgemacht. Der hat ihn da am ehesten getriggert. So, das sind sie. Das sind alle wichtigen Infos zu den Aufgaben am Moskito. Windenbach, ja, dazu gibt es dann im Anschluss noch ein Video, dass man da auch sämtliche Infos dazu hat. Und dann gehen wir das durch. Und als nächstes sind wir dann natürlich auch noch an der alten Festung. Dann geht es natürlich weiter hier mit den Premium-Sachen, mit den Premium-Aufgaben. Windenbach, Windenbach, Windenbach. Irgendwann kommt hier alte Festung, genau. Was kommt noch? Ich glaube, ich hatte schon Belaya gesehen. Koori haben wir auch noch gesehen. Hier haben wir immer noch Windenbach, Windenbach. Da muss ich noch ein bisschen was erledigen. Und die olle Schleie, die macht es mir gerade schwer. Auf Stippe die Schleie. Wenn du übrigens einen Schleien-Spot hast, einfach gerne melden, unten in die Kommentare reinschreiben. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Und andere profitieren ja auch davon. Also, teilen, teilen im Discord, teilen des Videos. Hilft auf jeden Fall. Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Wenn es dir geholfen hat, ab ans Wasser und zieh raus die Dinger. Toi, toi, toi. Bis zum nächsten Mal.